Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Journey. Ja, Freunde, wir waren stehen geblieben mit dem letzten Training mit dem letzten Testspiel gegen Paris war das ja. Ich hab jetzt ein paar Tage war ich jetzt nicht da. Und ja, Freunde, wir machen jetzt das nächste Testspiel in Vancouver. Davor war das ja irgendwo auch in Amerika. Und ja, Freunde, ich will nicht viel rumlabern. Checken wir kurz noch die E-Mails aus und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Einmal von unserem Club, Glückwunsch an die Youngster, Mr. Alex Hunter und Will Guest Walker, die heute im Rahmen unserer USA-Tour ihr Debüt feiern konnten. Dann Sascha Marshall, Mr. Alex Hunter, bla bla bla. Super, dass Mr. Alex Hunter und Will Guest in der Vorbereitungstour von Manchester City ihre Chance bekommen. Ja gut, Freunde. Schön und gut, diese Nachrichten zu lesen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und zwar spielen wir gegen Dortmund jetzt, also Vorbereitung. Und ich hoffe, dass wir jetzt diesmal treffen. Weil das letzte Mal haben wir leider nicht getroffen. Und ich glaube mit einem anderen Kollegen. Ich habe jetzt das Video ein paar Tage nicht gesehen, wie gesagt. Und, also das letzte. Und ja, hoffen wir mal, dass das gut wird. Jalla, fangen wir an. Oh, Marco excuse me. Reus. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. So, Freunde, hier ist wieder unsere Aufstellung. Unsere beste, geile Aufstellung. Wir haben ja davor mit Alex nur gespielt. Ich würde mal gerne einmal ein komplettes Team ausprobieren, weil das ist ein bisschen schwer, finde ich. Alleine zu spielen. Gegen Paris war es auch schon schwer, weil in der Offensive ist ein bisschen schwach, bis auf Sané und einige Verteidiger, ein Verteidiger. Ist alles halt ein bisschen runtergesetzt. Ich spiele einmal mit dem Team und mal schauen, wie es dann demnächst wird. Ja, das sind ja dieselben Nachrichten. Da ist auch schon mal die Tabelle. Kann direkt loslegen. Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Muss man jetzt hier und die heutige Partie unbedingt lautet alles laufen lassen? Ja, das Manchester sind City die Stürmer. gegen Borussia Das war doch Dortmund. zentral offensiv. Chillen, Wie chillen, hast du chillen. Hunter in seinem ersten Spiel gesehen, Chillener Buschi? Er Position. hat dir schon mal angedeutet, was er drauf Was geht hat. da Aber ab klar, jetzt es hier? geht noch Kann mehr. ich nicht in meine Aufstellung rein? War ein bisschen blöd, ne? Thank you. Egal. Anhand des BC. Play Stadium in Vancouver kann man den Stellenwert Schon, das wird ein verschiedener bisschen einfacher, aber Sportarten in Kanada ausmachen. Mal schauen. Ja, denn hier spielen die BC Lions aus der Canadian Football League vor mehr als 54.000 Zuschauern, während die Vancouver Whitecaps in der MLS nur den Unterrang öffnen. Hier die Spielt er denn schon wieder Startaufstellung von zurück? Manchester City. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und so tritt der BVB heute also an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Gio. Da kann er ihn stoppen. Weigel. Ich verstehe jetzt nicht, warum der mich zu den Händen Und läuft. der BVB auf dem Weg nach vorne. Bernard. Bis jetzt schlagen die sich gut, aber Gio. diese Aufstellung würde ich jetzt im Laufe der Shinji Saison Kagawa nicht jetzt. Da spielen, kommt weil der Schuss. viel zu schwach. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Ach, scheiße.
Alex Hunter kommt ja aus einer echten Fußballerfamilie, Buschi. Absolut. Sowohl Vater als auch Großvater waren Fußballprofis. Er hat es also in die Wiege gelegt bekommen. Nein! Scheiße, Alter. Ja, kein Wunder, ey. Die haben hier alle Stammspieler. Ich hab gar keinen. Ich hab alles Schrottspieler. Hier der Einzige, der was mitmachen konnte. Und Sunny. Das ist ja alles Mülltonne. Das ist große Klasse. Wie willst du da durchkommen? Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wird das eine Torchance? Christian Pulisic. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Und Kagawa. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Fairer Einsatz hier. Ey, das kann doch nicht sein, dass er den Ball kriegt und dann wieder zurückspielt, ey. Shinji Kagawa jetzt. Das, war darauf, das könnte eine Gelegenheit werden. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt die Flanke. Nee, der Ball kommt nicht durch. Kannst du auch nicht mal Taktiken machen. Es gibt die Ecke für Dortmund. Er zieht ab. Felix Paslak. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Alex Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abgefangen, gut gemacht. Gio. Nun Kagawa. Will er mich verarschen? Nimm doch den Ball! Nuri Sahin. Jetzt wird's gefährlich. Ja. Ach, hör doch auf, ey. Ich lauf zum Ball, der läuft, nimmt gar nicht den Ball weg. Jetzt vielleicht. Tor für Dortmund. Sie kommen heute häufig zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Fernando. Gute erste Hälfte. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und den Ball hat er sich geholt. Der war knapp. Jetzt vielleicht der BVB. Steil gespielt. Jetzt der Schuss. Da hat nicht viel gefehlt, aber der Ball geht am Pfosten vorbei. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Weigel. Wir sind schon alle kaputt. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Kannst ja gar nichts mehr mit dem machen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie haben den Ball. Und es gibt Abstoß. Kann ich vielleicht noch mit eigenem Team spielen? Geht das? Vielleicht
bringt das Weigel. Was? Nee, egal. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Jetzt Reus! Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Und jetzt De Bruyne. Wird es jetzt gefährlich? Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Reus. Adrian Ramos. Gut in den Lauf gespielt. Gar nicht gemacht, ist De Bruyne dran. Christian Pulisic. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Und Kevin De Bruyne. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ja, selber schuld. Ist ja damit ein Schrottteam reingekommen. Manchester City bekommt den Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Na komm. Kann man das wegmachen? Ja, ist doch gut jetzt. Oh, ich habe einfach jetzt auf X gedrückt. Und wir haben trotzdem noch ausgeglichen. Na gut. Ist gut. Kein Tor, ja. Mein Name ist ja immer wieder da. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. So. Gehen wir mal weiter. So, Vancouver, jetzt ist Seattle dran. Ich glaube, ich würde die Vorbereitung komplett nochmal machen. Mal sehen. Ich glaube aber, das ist das letzte Spiel gegen Real, spielen wir. Scheiße, ich habe die Aufstellung gar nicht geguckt. Das ist blöd, ey, dass ich da keine Spieler wechseln kann.